Und kann man damit wirklich Windows? Wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Windows ist ein Betriebssystem, das Sie auf den Computer aufspielen müssen. Welches Betriebssystem Sie aufspielen, das bleibt Ihnen überlassen. Der kann auch Windows. Ach ja, und kann man damit auch Internet? Ja, der kann auch Internet. Kann der auch Briefe schreiben? Sie können auf diesem Computer Briefe schreiben, wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm installieren. Wollen Sie das Gerät jetzt kaufen oder nicht? Ja, Moment mal. Kann man da auch Windows? Ja, der kann auch Windows. Ja, kann ich die mal sehen? Nein, das können Sie nicht sehen, weil Sie erst das Betriebssystem installieren müssen. Ah, verstehe. Was ist eigentlich so ein Betriebssystem? Windows ist ein Betriebssystem wie Linux, OS und DOS. Und damit kann ich dann auch Internet? Wenn Sie einen Provider haben. Kann ich so einen Provider mal sehen? Nein, den Provider kann man nicht sehen. Mit dem Provider müssen Sie sich beim Internet anmelden. Ja, Moment mal, aber eben haben Sie gesagt, ich muss Windows anmelden. Jetzt reicht's! Hier, das ist Ihrer geschenkt und jetzt raus. Ich will Sie nie wieder sehen. Alles klar, hat geklappt. Ein super geiles Teil. 60 GB Festplatte, 15 Zoll TFT-Bildschirm und die Nvidia-Grafikkarte. Dann brauchen wir jetzt nur noch den neuen Epson-Drucker. Gibt's da drüben?